Es geht weiter mit The Last of Us. Und wir haben uns ja vorgenommen, hier mal ein bisschen lautloser vorzugehen. Die Kollegen, da hinten steht einer. Da hinten steht einer. Und wir gehen jetzt einfach mal hier weiter, ganz geschmeidig. Mal außen rum. Na, das waren ein paar Ratten. Die behindern uns dann nicht. Da haben wir einen Ziegelstein. Die Flasche nehmen wir mal mit. Komm, 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 komm. Den knocken wir mal schnell aus. Ja, das läuft jetzt schon mal super. Jetzt darf uns der bloß nicht sehen. So, da ist niemand. Sehr gut. Die KI denkt mit. Okay. Dann locken wir doch den jetzt am besten mal an, indem wir da jetzt mal hier so einen hinschmeißen. Hoffentlich kommt da nur einer. Ja, genau. Such mal du. So. Okay. Okay. Der meint's ernst. Okay. Naja, war jetzt wohl nicht so von, also war zwar von Erfolg gekrönt, aber ich glaube nicht, dass das jetzt so der Oberburner hier war. Aber zumindest der Anfang war löblich, also der Wille hat zumindest mal gezählt. Robert. We ain't got fucking nothing to talk about. Put your gun down. Go fuck yourself. He's running. Ja, dann rennen wir mal mit hier. Come on, he ran in here. So, jetzt erstmal eine neckische Verfolgungsjagd, obwohl wir schon eigentlich halb tot sind. Da sind wir, genau. Ins nächstgelegene Lagerhaus und ins Fallschreck, okay. Well, hello, Robert. Tess, Joel. No hard feelings, right? None at all. All right. God damn it! We missed you. Look, whatever it is you heard, it ain't true, okay? I just want to say... The guns. You want to tell us where the guns are? Yeah, sure, but it's complicated. All right. Look, all right, just hear me out on this. I got... Fuck! Stop! 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 Quit your scoring them. You were saying? I sold them. Excuse me. I didn't have much of a choice. I owed someone. You owed us.
I say you bet on the wrong horse. I just need more time. Just, give me a week. You know, I might have done that if you hadn't tried to fucking kill me. Come on, it won't. Who has our guns? I can't. Just give me a couple. Who has our guns? It's the Fireflies. I owe the Fireflies. What? They're basically all dead. We can just go in there, finish them off. We get the guns? What do you say? Come on. Yeah, fuck those Fireflies. Just go get them. That is a stupid idea. Well, now what? We go get our merchandise back. How? I don't know. We explain it to them. Look, let's just go find a Firefly. We won't have to look very far. There you go. Queen Firefly. Why are you here? Business. You're looking so hot. Where's Robert? Nit. I needed him alive. The guns he gave you, they weren't his to sell. And I want them back. Doesn't work like that, Tess. The hell it doesn't. I paid for those guns. You want them back? You're gonna have to earn them. How many cards are we talking about? I don't give a damn about ration cards. I need something smuggled out of the city. You do that, I'll give you your guns back, and then some. How do we know you got them? Well, I hear the military's been wiping you guys out. You're right about that. I'll show you the weapons. Search the area. Yes, sir. I gotta move. What's it gonna be? I wanna see those guns. Follow me. We gotta get out of here. Now. So, weiter geht's. We gotta move. Nachdem wir jetzt unseren Dealer, sag ich mal, auch schon umgebracht haben, gehen wir mal mit dir, mit Green Firefly mit. I know a way around this. Come on. Mensch. Was machst denn du wieder für eine Unordnung? Aber mal so nebenbei gesagt, also ich habe mir jetzt halt auch mal einen Part von einem anderen Kommentator mal dieses Spiel angehört auf Deutsch, also es ist wirklich bescheiden, also da kommt nicht annähernd das Feeling rüber, das man bekommt, wenn man es auf Englisch spielt, also da ist der Untertitel schon deutlich besser, aber es ist eigentlich fast überall so, also es gibt wenige Spiele, die... Ich weiß nicht. What's left of them? Why do you think I'm turning to you guys? This way. Also wie gesagt, es gibt wenige Spiele, die bei der deutschen Synchronisation so gut sind. They're planning on leaving the city, but they need a scapegoat. They've been trying to rile us up. Looks like they did. We're trying to defend ourselves. Die da irgendwie annähernd die Stimmung rüberbringen. So, was haben wir hier? Nehmen wir mit. Ein Messer ist eine lautlose Waffe. Ja, das will ich eigentlich auch. Ah, halt, das nehmen wir noch mit. Joel, give me a hand with this. Und los geht's. Hey. How you holding up? I'll live. So, sie nimmt schon mal die Waffe. Vielleicht sollten wir uns da auch mal ein bisschen zu Hilfe... etwas zu Hilfe nehmen. Soldiers. That's the way out. The door under the bridge. I ain't a big fan of these odds. We can sneak by them. Even though I know that's not your style. We'll see how it goes. Let's get moving. Tja, mit dem Lautlos-Part, das hat man ja schon mal übernommen.
Aber das lief ja schon mal, ja, damals schon aus allen möglichen oder guten Aussichten hier hinaus. Aber vielleicht klappt es ja jetzt mit dem Schleichen. Haben wir eigentlich noch was zum Heilen? Nee, nur einen schönen Revolver. Nicht mal einen Backstein haben wir. Die nehme ich jetzt einfach mal. Okay, also es wäre nett, wenn du jetzt den anderen nehmen würdest. Oder wir machen jetzt einfach mal so. Also ich würde sagen, wir sind schon das perfekte eingespielte Team hier. Da liegt irgendwas, was uns vielleicht helfen könnte. Ja, das ist zumindest mal sehr gut. Da heilen wir uns gleich mal. Es könnte ja schließlich sein, dass das irgendwo sich ausufern lässt hier wieder bei einem Schleichenpart. Da gehe ich mal lieber außenrum nochmal. Flasche, nehmen wir mit. So. Ey, du bist doch... Was bist denn du für eine Tante, hey? Aber die KI spielt gut mit, also man muss sich da nicht drum kümmern, was dein Partner macht. Ich würde sagen, den schmeißen wir jetzt einfach mal eins auf die Wieder typisch hier. Okay. Er wartet nur. Was macht er? Er kommt. Okay. Das ist ganz einfach. Wenn er jetzt mal kurz rumguckt, dann springe ich raus und mach's. Und ich besorge ihm ordentlich. So läuft es hier. Ich hoffe jetzt mal, dass der da hinten uns noch nicht gesehen hat, weil wir uns nämlich gleich dann den hier vornehmen. Ficken. Tja, so viel zum Thema lautlos. Ich habe jetzt eigentlich gedacht, dass er... Ey! Das ist schon eigentlich reicht, aber anscheinend hat es doch nicht gereicht. Okay. In die Schulter, in Headshot und fertig hier. Okay. Ich glaube, ducken ist jetzt auch nicht mehr so das Wahre. Du hast auch keine Waffe mehr. Okay. Läuft ja super hier. So, ja, wo müssen wir denn jetzt hin, Puppe? Ach da, okay, sie steht schon wieder bereit. Nee, das war ich nicht. God damn it, they got Warren. Goodbye, friend. We should go, Marlene. There's bound to be more soldiers on the way. You're right. Let's move. Es sieht ja irgendwie schon, jetzt mal abgesehen davon, dass die tot sind, etwas witzig aus. Immer so schön drei haargenaue Kreise da. Aber okay. Wir wollen jetzt ja wirklich mal nicht hier auf dem höchsten Detailgrad hier mal ein bisschen meckern. Also es ist ein super geniales Spiel. Es gibt im Moment nichts, was mir nicht gefällt. Also da wollen wir das ja gar nicht mal erwähnen, glaube ich. So, jetzt sind wir bei der Brücke. Schrägstrich bei der Tür. Ich schätze mal, das ist ein G. Oder nee, das ist ein E. Das ist ein R, okay. Roofgrafer, okay. Go on. Where are we going, Marlene? This way. It's not far now. Ich warte dich, wenn du uns irgendwo hinführst, dann... How are you holding up? I'm running on fumes, but I'll make it. The place is right up ahead. Attention. Curfew is now in full effect. Anyone caught outside without proper authorization will be arrested and prosecuted. The hell are we smuggling? I'll show you. Attention. Vielleicht müssen wir ein kleines Mädchen namens Ellie da reinschmuggeln.
Joel, give me a hand with this. Ey, jetzt kriegst du nicht mal eine Tür auf, oder was? Come on now. Get on up. Fuck away from her! Let her go. Well, you're recruiting kind of young, aren't you? She's not one of mine. Oh, shit. What happened? Don't worry, this is fixable. I got his help. But I can't come. Well, then I'm staying. Ellie, we won't get another shot at this. Hey, we're smuggling her? There's a crew of Fireflies that'll meet you at the Capitol building. That's not exactly close. You're capable. You hand her off, come back, the weapons are yours. Double what Robert sold me. Speaking of which, where are they? Back in our camp. We're not smuggling shit until I see them. You'll follow me. You can verify the weapons. I can get patched up. But she's not crossing to that part of town. I want Joel to watch over her. Whoa, I don't think that's the best idea. Ellie! How do you know them? I was close with his brother, Tommy. Said if I was ever in a jam, I could rely on him. Was that before or after he left your little militia group? He left you, too. He was a good man. I could just take her to the North Tunnel and wait for me there. Jesus Christ. It's just cargo, Joel. Marlene. No more talking. You'll be fine. Now go with him. Don't take long. And you, stay close. Let's go. So, jetzt haben wir hier Ellie im Gepäck und ich würde sagen, hier machen wir ein kleines Breakchen. Und im nächsten Part machen wir dann mal hier ein bisschen auf Geschichte und erzählen mal so, oder wir bekommen erzählt, was wir mit Ellie, warum, wie machen sollten. Bis dahin sage ich ciao, habe die Ehre, Freunde, und guten Abend, Welt. Ciao.